Was geht ab, meine lieben Achis, Achilles, Habub, Sabubi, Shabab, Shababinen und Alana, die sich jetzt hier auf diesen übertrieben Fashion und Klacking Kanal finiert haben und inshallah erstmal liken und auch abonnieren werden, bevor sich die Video gönnen, Freunde. Was geht ab? Wir reagieren heute auf AZ und La Rose mit dem Song Aventador und das Ganze wurde hier standardmäßig produziert von Lucry und genau. Svenna, von wem auch sonst, ne? So standardmäßig. Ich freue mich sehr darauf zu reagieren, Freunde. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch gerne auf Instagram folgen, die Links sind in der Beschreibung und ich bin sehr, sehr gespannt, muss ich dir sagen, weil Fluch, ne, der Song Fluch war ja, glaube ich, die erste Single-Auskopplung aus dem bevorstehenden Album Neue Welt. Ne? Der Song hat mir relativ gut gefallen. Dann mit Nicht da, muss ich sagen, hatte ich sehr viel Kritik geäußert. War gar nicht mein Ding. Wurde langsam zu viel. So, ne? Fand ich sehr, sehr schade, dass das von einem AZ kommt. Und jetzt bin ich hier gespannt. Wirklich, das ist jetzt die dritte Single-Auskopplung. Ja. Wäre traurig, wenn der Bruder mich nicht abholt, weil ihr wisst es, Freunde, ich bin Fan von dem Bruder. Ne? Richtig. Ich bin gespannt, wirklich. Ich hoffe, das wird ein Ding, was gleich in der Playlist landet, Freunde. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch gerne auf Instagram folgen. Die Links sind in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein und gucken uns das an. Let's go. Oh, wo ist der Bruder? Digga. Tokio. Ich weiß, ist das. Nee, da war, glaube ich, der Fernsehzug. Ich glaube, das ist Berlin oder Frankfurt. Wenn ich mich nicht. What the fuck? Alter, Alter. Keine Ahnung, der oder? Sein Album heißt Neue Welt, Junge. Der reist gerade um die Welt, ist in Bolivien und sonst so, als ob der jetzt nach Berlin fährt. Ich bitte dich. Ja, okay. Also, erst Finnland, dann Bolivien und jetzt Berlin. Ja, das war sowas aus wie Fernsehzug, deswegen dachte ich mal. Okay, wir gucken. Okay, Sonar Productions hat das Video gemacht. Ich bin gespannt. Ich denke mal, das Video wird auch wieder eine 10 von Digga, 10. Digga, seine Videos sind immer eine 10 von 10. Okay, jetzt sehen wir auch schon das Kennzeichen. Es ist in der Schweiz, Digga. Ah, ne? Ja. Okay. Ich peux plus perdre de temps, c'est mort. RAF des gens, je vis ma vie, je vois qu'à la patte, je me mets le prix, et ouais, y'a quoi? Welche Sprache ist das? Das ist. Ist das Albanisch? So, oder? Ist das Albanisch oder Spanisch so? Es hört sich auf jeden Fall so Latein. Latino-mäßig an, so mäßig. Latino-mäßig, so mäßig. So, du weißt, was ich meine, oder? Ja, okay, wir gucken erstmal weiter. Auf jeden Fall, es fängt nice an und die Stimme kommt übertrieben nice, aber habe ich noch nie gehört, La Rose, sag ich dir ehrlich. Ich auch nicht. Ne, wir gucken. Ich lass dich nicht reden, Scheiden getönt, du kannst mich nicht sehen. Ja, ich komm vom achten Stock aus dem Hochhausviertel zum Cabriolet. Boah, krass, sehr geil. Bro, was? Ey, das ist doch komplett auf Fast and Furious angelehnt, Digga. Sei mir ehrlich. Boah, das ist ja brutal geil, das ist richtig krass. Heftig. Hey, alles gut, doch wer bist du? Das wer bist du? Hier meine Hand, du hast Langeweile vom Niston. Ich hab keine Zeit mehr zum Rangehen, Haufen Millionen. Entstanden aus Not, hatten nur Hunger und eine Vision. Ich höre, es gibt keinen anderen Deutschrapper, der so gut mit LEDs spielen kann wie AZ. Geil. Der nimmt. Diese LEDs stehen in seinem Namen, Alter, ich schwöre. So. Das E in AZ steht für LED. Mit dem Kopf durch die Wand. Ja, sie versuchen AZ an einen Tisch zu holen, aber keiner kommt an ihn ran. Boah, krass! Wie sind die in die Hook gegangen? Okay, das ist, glaube ich, ein Baba-Song, Digga. Geil, safe. Das landet gleich direkt in der Playlist und ich muss sagen, so einen Song habe ich noch nie von AZ gehört. Ich auch nicht. Ne? Ey, du kriegst hier einen komplett anderen Vibe. Es ist nicht Fall. Straße, es ist nicht dieses Vibe-Ding, sondern du kriegst so ein. Keine Ahnung, ich will so jetzt. Kick, so Adrenalin, will, ne? Ich will in meinen Ferrari steigen und einfach auf die Autobahn, aber ich habe keinen Ferrari. Weißt du, was ich meine? So. Sie nicht in dem letzten Song gehört, gesehen? Bei Nicht da? Vielleicht gesehen, aber gehört ne? Auf jeden Fall nicht. Sie hat doch getanzt, glaube ich. Aber sie hat eine Hammerstimme. Also das wirklich. Passt auf jeden Fall. Sehr jeden stark. Fall. Und ich muss sagen, AZ holt ja wirklich sehr gerne weibliche Features mit drauf. Ne? Die ob letzte es, war auch gut, Alter. Ob es eine Duratadora die ist? Die war... Ne? Hammermäßig ja, oder ob es jetzt La Rose ist, AZ hat wirklich ein gutes Händchen dafür, muss man richtig, sagen. Ja. Wirklich stark. Denn der Feind hört mit, verfolgt jeden Schritt, deine Hand voll, kann nicht vertrauen. Kanaken denken nach dem sechsten Glas, sie wären Profikämpfer im MMA. Retalk, Digga, ich schwöre, Retalk. Ey, das ist ein geiler Song. Alter, sehr richtig. Geil. Ja. Ey, wirklich Hammer. Das holt mich übertrieben ab, sag ich dir ehrlich. Und ich hab's gerade schon gesagt, ich bin ein AZ-Fan, ne? Und ich bin ehrlich, wenn ich einen AZ-Song höre. Ja. Und ich habe auch in dem letzten Song gehört, dass es mich nicht so abgeholt hat. Und dementsprechend hatte der Song oder die Reaction, die letzte Reaction zu AZ auch Dislikes. Weißt du, was ich meine? So, aber ist mir egal. Hauptsache, ich bin ehrlich und ja, ich sag den Leuten, was ich davon halte. Weißt du, was ich meine? Aber das Ding holt mich ab. Geil. Sehr, auch sehr das geil. Musikvideo ist so. Wirklich. Und wenn der Bruder jetzt sagt, ich mache nur noch solche Songs und die in Richtung Vibe gehen, dann soll er machen. Wirklich. Wenn die so sind, okay. So ist wirklich. Gut. So ist echt das gut. Baba. Spanien in der Messenger. Lieber einer von euch, anstatt einer von uns. AZ lässt schießen für sechs Riesen.
Aber das hört sich richtig geil an, ne? Übertrieben, auch der Beat, Digga. Ja. Stark. So richtig vorangehen, so, also du kriegst so richtig Adrenalin, du willst so losrennen, Alter. So. Ja, ist wirklich so, Digga. Das, also der Bruder, der tritt dir gerade voll in den Arsch. Ja, mit dem ehrlich. Wirklich so. Zwei in die Luft, drei Schüsse ins Bein. Schöne Grüße von AZ. Schöne Grüße zurück vom BZ. So. Boah, Digga, was sind das für Aufnahmen? Unglaublich. Sehr stark. Alter, krass. Heftig. Also Sonan Productions wieder Hammer. Sehr geil. Krass. Krass. Also ich muss ehrlich sagen, ne, von entweder ist es 187 oder damals Carmen oder jetzt AZ, ne, nur diese zwei schaffen es immer wieder, Musikvideos rauszubringen, die sonst keiner... So auf Endlevel. Ja, so auf... So was Neues auch, ne? Ja, ja, stimmt. So wirklich. Also klar machen viele andere auch gut, aber die machen also... Ja, die haben immer dieses Touch für das etwas Besondere, was niemand anderes hat. Ja, weißt du? Und das ist dann auch noch was Neues. Und die hat so eine süße, kindliche Stimme, so ein bisschen auf Hello Kitty geil. Komplett so. Gegenteil von AZ. So, ja, weißt du, so, aber das wirklich. Passt. Das passt aber richtig gut, sehr stark. Aber ich muss sagen, der Bruder, ne, das, was er macht, ne, wir haben es relativ früh verstanden, direkt mit seinem ersten Song, ne, er hat angekündigt Neue Welt und wir haben direkt gecheckt, der Bruder ist gerade in Finnland, der hat da Huskies an der Leine, ja. Neue Welt und sonst macht der Bruder immer harte Songs. Weißt du, was ich meine? Fast Life und mit Albi zum Beispiel, ja, das ja, Album. Genau. Ne? Und wir haben zum Beispiel direkt gecheckt, das wird so ein Vibe-Ding. Ne? Und wir haben zum Beispiel direkt auch verstanden, dass er in verschiedenen Ländern drehen wird. Weißt du, so. Aber das zum Beispiel hätte er meiner Meinung nach zum Beispiel nicht in Schweiz, zum Beispiel so in Tokio oder so noch geiler drehen können. Boah. Weißt du, ich weiß natürlich nicht, wie der Aufwand dahinter Stelle, ist. Wo der Drift von Fast Furious war, ne? So, weißt du? Weil ich sag dir ehrlich, man bekommt hier doch übertrieben krasse Fast and Furious Vibes. Ja, safe, Digga. Ne? Aber ich sag dir, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie der nächste Song wird, was für ein White Man da bekommen wird und in welchem Land das auch sein wird. Weißt du? Ich sag dir ehrlich, ich wäre jetzt gerade gerne einer aus dem Balkan, Alter. So diesen balkanischen Clubs, Digga. Dieser Song, sei doch ehrlich. Ja, der wird laufen, Digga. Diese so. Die werden jetzt safe totfeiern. Auch geile Drohnenaufnahmen, ja, ne? Also... Die haben sich in allem echt Mühe gegeben, ne? Ja, aber das ist wirklich das, was KMN ausmacht, ja. Weißt du? So, sehr stark, auf jeden Fall. Und, weißt du, was mir aufgefallen ist? Ein, zum Beispiel Sonan Productions produziert sehr, sehr oft mit AZ. Ein Fatih TV sehr, sehr oft mit Suna. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also, ich glaube wirklich, dass so AZ so auch sein... Also ich glaube jetzt nicht, dass ein AZ und Suna so wirklich zerstritten sind, so wie man es so gehört hat oder so, wie es die Leute halt in der Öffentlichkeit denken. Ich glaube wirklich nur, dass so eine öffentliche... Nur auf dem Business. Ja, oder? Nur, dass so ein bisschen Ruhe ist. Ja. So öffentliche Ruhe. Weißt du, was ich meine? Aber ich glaube, hintenrum sind die noch gut miteinander. Ja. Weißt du, was ich meine? So. Aber ich finde das gut, dass die Jungs auch selber so ihr eigenes Team haben. Weißt du, so ein AZ hat zum Beispiel einen Lucray und Svenna, der die Beats macht und auch ein Sonan Productions, der die Video macht. Ein Suna zum Beispiel hat ein... Bizarre, DJ Orkev, ja, ja. Ein Fatih TV, weißt du, was ich meine? So. Okay. Okay, sehr, sehr nice. Ich muss sagen, das war mit Abstand der bisher beste Song aus dem Album, der mich abgeholt hat, sage ich dir ehrlich. Ich muss sagen, Fluch war schon sehr, sehr nice. Nicht da, hat mich nicht so abgeholt, habe ich gerade schon angesprochen. Ne? Da war ich aber auch ehrlich. Ne? Ich möchte natürlich auch meine ehrliche Meinung sagen, Freunde. So. Und wenn das natürlich nicht immer so mit eurer Meinung übereinstimmt dann, und euch nicht passt, dann könnt ihr natürlich einen Dislike da lassen oder eure Meinung in die Kommentare schreiben. Dafür ist der Button natürlich da. Ne? Genau. Ich will natürlich auch nicht jeden Song gut reden. So. Ja, so. Aber ich bin Fan von AZ. Weißt du, was ich meine? So. Aber ich bin ehrlich. So, und wenn was schlecht ist, dann ist das schlecht. So, also kann ich natürlich auch nichts für. So, kann ich auch nicht, kann ich auch nichts für, wenn mir das nicht gefällt, Freunde. Aber das war eine 10 von 10. Hammermäßig, Freunde. Und wenn es euch hier gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Würde uns auf jeden Fall übertrieben freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.